Liebe Zuschauer, ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer neuen Ausgabe Zertifikate aktuell. Und in den nächsten Minuten werden wir über das Währungspaar Euro-Dollar sprechen. Denn natürlich schmeckt es gerade am europäischen und am deutschen Aktienmarkt den Anlegern nicht, dass der Euro wieder stark ist. Das drückt auf die exportstarken Werte, wie sie trotzdem davon profitieren können. Darüber spreche ich jetzt mit Christian Köker von HSBC. Herzlich willkommen. Hallo, Frau Klar. Ich habe es gerade schon angesprochen, wir haben tatsächlich den Euro zuletzt schon mal fast an der Marke von 1,23 Dollar gesehen. Und wenn wir uns zurückerinnern, es ist noch nicht so lange her, da unterhielten wir uns noch über die Parität. Davon spricht jetzt wohl erstmal keiner mehr. Woher kommt denn dieser jüngste Euroanstieg? Ja, also im Wesentlichen sind da zwei, drei Gründe hervorzuheben. Das sind, wie so oft bei Währungen, eben politische Dinge. Gerade jetzt zuallererst sind währungspolitische Gründe zu nennen. Wenn man auf die letzte Woche zurückblickt, da wurde das Sitzungsprotokoll der EZB von Dezember veröffentlicht. Und da konnte man eben schon ein bisschen raushören, dass die Geldpolitik schon etwas angezogen werden soll. Es gibt sogar Stimmen, die vermuten, dass vielleicht das Ende der Anleiheaufkäufe schon Ende September und nicht erst Ende Dezember erfolgt. Und das heißt ja immer, Zinsen werden auch in der Eurozone erst erhöht, wenn diese Programme beendet sind. Da hängt alles vieles zusammen. Und deswegen sind einfach diese Spekulationen, die befeuern eine weitere Euro-Stärke. Denn wenn wir irgendwann mal wieder eine Zinserhöhungsphase in der Eurozone erleben würden, dann würde das eben auch stark positiv für den Euro eingeschätzt. Das ist der eine Grund. Und der zweite Grund, naja, den haben wir hier gerade vor der Haustür. Das Thema Große Koalition ist für uns vielleicht erstmal ein leidiges Thema irgendwo. Aber man muss halt sagen, dass europäisch wirtschaftlich das durchaus positiv gesehen wird, weil das natürlich absolute Pro-Euro-Parteien sind, Pro-EU-Parteien. Da weiß man, was man hat gewisserweise aus Sicht der Investoren. Und das hilft mit einer zunehmenden Wahrscheinlichkeit, dass die beim beiden doch sich wieder vertragen, eben auch dem Euro gegenüber dem Dollar. Sie haben uns jetzt noch ein Chartbild mitgebracht, was jetzt, naja, sagen wir mal, nicht nur dem Euro entspricht, sondern es geht sogar noch bis zurück in das Jahr 1974. Da gab es noch Taschengeld und man war noch reich mit der D-Mark am Monatsanfang. Was wir aber hier sehen, ist, dass dieser Anstieg jetzt noch gar nicht der ganz große Sprung ist, oder? Genau, also wir haben hier zwei Dinge, die man eben sehen muss. Zum einen haben wir ja einen unheimlich langjährigen währenden Aufwärtstrend des Euros. Und was man aber dann dazu sagen muss, ist, dass es eben hier zuletzt eben eher in die andere Richtung gelaufen ist. Ja? Also wir sehen hier diese, was ich jetzt nochmal dazu genommen habe, eher einen starken Dollar-Rebound, ausgehend von diesen 1,60 da im Hoch. Und momentan befinden wir uns hier eigentlich so in diesem Bereich bei 1,20 noch so ein bisschen im charttechnischen Niemandsland. Das ist zwar jetzt auf Sicht der letzten Monate sehr, sehr gut gelaufen, aber diese beiden Linien, die da jetzt einmal dieser langfristige Aufwärtstrend und dann eben auch schon ein mehrjähriger Abwärtstrend, die laufen da jetzt irgendwo im Bereich von 1,24, 1,27, je nachdem, wo man jetzt schaut, im Laufe des Jahres zusammen. Und das sind eigentlich die beiden Knackpunkte, die man jetzt wirklich überwinden müsste, wenn wir wirklich eine Fortsetzung dieses langjährigen Euro-Aufwärtstrends auch dann bestätigt sehen möchte. Jetzt stehen wir gerade erst am Jahresanfang, aber natürlich möchte man auch wissen, wie es weitergeht. Sie haben jetzt gerade schon die charttechnisch wichtigen Marken eingezeichnet, aber wir wollen natürlich auch wissen, wie geht es weiter jetzt gerade, nachdem wir eben ein Dollarjahr gesehen hatten, und das kann man auch hier ganz gut erkennen. Auch hier haben Sie diese Marken noch mit eingezeichnet. Genau, das ist jetzt nochmal die etwas kurzfristige Betrachtung, wo wir diesen langfristigen Aufwärtstrend hier nochmal in Rot sehen und eben das, was ich eben versucht habe, manuell nochmal einzuzeichnen. Wir sind ja mittlerweile schon hier in diesem Bereich Richtung dieser Linie vorgedrungen. Ja? Sie haben es ja eingangs gesagt, 1,22, 1,23, das ist alles zum Greifen nah. Ja? Und deswegen kann man sagen, dass dieser Abwärtstrend hier durchaus in Reichweite langsam gerät und auch diese Überwindung dieses Aufwärtstrends. Das heißt, wir bewegen uns momentan mit ordentlich Schmackes auf diese Marken zu. Und momentan muss man auch sagen, ist eben ein Euro-Aufwärtstrend durchaus intakt. Aber das ist jetzt hier eben nicht nur eine Zwischenstation, sondern das ist etwas, was aktive Anleger jetzt durchaus im Blick haben sollten, dieses Kursmuster hier. Und was eben auch noch zu beachten ist, deswegen hier diese horizontale grüne Linie bei etwa 1,05, knapp über 1,05. Das ist, knapp 1,15. Das ist hier etwas, wo man sagen muss, das ist jetzt das kurzfristige Niveau, auf dem wir eben nicht wieder runterfallen sollten, weil dann würde irgendwie dieses Muster, was wir hier sehen, wieder eigentlich stärker ins Blickfeld rücken, denn dann würde eigentlich eher dieser Abwärtstrend, den wir jetzt hier seit 2018 wieder stärker betont werden. Das heißt, das ist so ein bisschen die Range, in der wir uns bewegen, und deswegen diese Pfeile, das ist so ein bisschen das Jahr der Weichenstellung, laufen wir in diesen Bereich da drüber, grüner Fall.
laufen wir unter die 1,15. Da muss man sagen, dann haben wir eigentlich hier eher einen, eine Situation, wo wir uns dann eben mit den dann eben fälschlicherweise genannten 1,05, das hat man hier eigentlich ganz schön in diesem Bereich wieder auseinandersetzen müssen. Das heißt, 1,15, 1,24 roundabout, das sind so die Kursmarken, die jetzt gerade sehr, sehr relevant sind. Nehmen wir an, die Unterstützung bei 1,15 und 1,05 halten und wir gehen von einem positiven, nämlich einem Aufwärtstrend weiter aus, was den Euro angeht. Da haben Sie uns auch ein passendes Produkt bzw. unseren Zuschauern mitgebracht. Was hat es damit auf sich? Ja, man sieht jetzt vielleicht hier auch, dass ich das so gewählt habe, dass der Basispreis und die Knockout-Barriere von diesem Produkt unter diesem, ich sag mal, Katastrophenstop von 1,05 für Euro-Investoren notiert. Das heißt, dieses Produkt ist ganz klar für diejenigen geeignet, die von einer Fortsetzung der aktuellen Euro-Stärke ausgehen und die davon auch dann eben entsprechend profitieren möchten. Das Produkt hat einen Hebel von knapp 7. Das bedeutet, jedes Prozent, was der Euro zum Dollar nochmal gewinnt, wird dazu führen, dass dieses Produkt 7% an Wert etwa gewinnt. Und ist, sage ich mal, eine moderate Variante, die schon in nicht ewig weit weg, aber relevante Kursmarke auf der Unterseite als Basispreis besitzt und eben trotzdem eine überproportionale Teilhabe an starken Kursanstiegen des Euros ermöglicht, aber wohlgemerkt auch an die Anleger gerichtet. Der Hebel wirkt natürlich in beide Richtungen. Kommt der Dollar jetzt wieder zurück, dann wird das eben auch entsprechend überproportionale Kursverluste in meinem Depot auf dieser Position erzeugen können. Sagt Christian Köker von HSBC. Ich danke Ihnen für die Einschätzung und die Produktvorstellung. Ja. Liebe Zuschauer, soweit schon wieder unser Zertifikate aktuell. Wir freuen uns auch beim nächsten Mal wieder auf Sie. Machen Sie es gut.